Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeige euch heute etwas Praktisches aus meiner Küche und zwar habe ich ein Ceran-Keramik-Glas-Kochfeld. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Ihr könnt hier sehen, diverse Einbrennungen habe ich da vorbereitet. Und ich zeige euch, wie man das mit einfachen Mitteln wieder sauber bekommt. Dafür braucht ihr einige Tools. Und zwar einmal hier dieses Teil. Das ist einfach ein Glaskeramikschaber. Dieser ist von Polyboy mit rausfahrbarer und wechselbarer Klinge. Die Klinge habe ich kurz vor dem Video gewechselt. Man kann die hier oben so rausziehen und dann raus zur Seite drücken. Dabei ist mir leider das passiert. Einmal mit der Klinge zack über die Fingerkuppe. Super. Könnt ihr hier sehen, der hat eine auswechselbare Klinge. Wenn ich das rausziehe, könnt ihr sehen, dass die Klinge auswechselbar ist. Die zieht man hier einfach zur Seite raus. Und wieder rein. Super. Dann braucht ihr dafür einen Glaskeramikreiniger. Das ist auch ein Standard hauseigenes Produkt aus einem Supermarkt. Kostet ungefähr 2 Euro, 2,80 Euro, glaube ich. Weiterhin benutze ich dafür einen stinknormalen Glasreiniger, wie ihr den auch in jedem Supermarkt kriegen könnt. Den seht ihr hier. Und was ihr auf jeden Fall braucht, ist hier so eine Papierrolle. In diesem ganz normalen Ceva will ich jetzt nicht sagen, kann auch eine Hausmarke sein, einfach eine Papierrolle mit diesem Abreißpapier. So, ich gehe jetzt mal mit euch hier an die Platte. Ich habe hier den Polyboy-Schaber und da müsst ihr jetzt erstmal den groben Schmutz, eigentlich sollte der halten, entsprechend von der Platte abkratzen. Haltet den dabei so ungefähr im 45-Grad-Winkel. Da geht der ganze Schmutz super mit ab. Das ist wie gesagt das Oberflächliche, was sich so auf der Platte angesammelt hat. Da könnt ihr schon sehen, ich habe da einfach ein bisschen Frischkäse raufgehauen und kratze das Ganze jetzt hier ab. Um euch das zu ersparen, hier das Ganze abkratzen euch anzugucken, spiele ich das ein bisschen schneller ab. So, der ganze grobe Schmutz, seht ihr schon, geht super ab. Schön auch ruhig ein bisschen großflächig abkratzen. Und habt keine Angst, ihr zerkratzt die Platte dabei überhaupt nicht. Der geht wirklich, das merkt ihr auch schon, wenn ihr damit rüber geht. Mit der Klinge hier natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ihr seht ja, was bei passieren kann, wenn man da nicht so aufpasst. So, den Schmutz nehmen wir mit einem feuchten Schwamm einmal ab. Das ist ein ganz normaler, handelsüblicher Putzschwamm. Bitte nicht die Seite mit dem etwas groberen Vlies verwenden, sondern die weiche Seite. Ihr könnt das hier auch alles ruhig ein bisschen schön großflächig schon mal feucht machen. So, jetzt haben wir hier schon den groben Schmutz einmal ab. Ihr seht, ein paar Flecken sind da noch. Jetzt kommt hier der Glaskeramikreiniger ins Spiel. Den kippe ich jetzt, ohne dass ich da jetzt große Mengen drauf kippe, einmal so quer rüber. So, das reicht schon. Und jetzt verteile ich den mit dem angefeuchteten Schwamm.
Natürlich insbesondere da, wo ich die dreckigen Flecken hatte. Ja, das andere ist nice, aber muss man jetzt nicht unbedingt mitmachen. Aber das ist jetzt auch nicht so eine große Fläche. So, hier tupfe ich noch ein bisschen. So, und dann lasst ihr den ganzen Kram einfach ein bisschen einwirken. In der Zwischenzeit reinige ich den Schwamm schon mal. Nachdem das jetzt einige Zeit eingewirkt ist, gehe ich nochmal mit etwas mehr Druck darüber, wo ich doch wusste, dass da ein paar Stellen noch waren. Und das merkt ihr dann schon, wenn ihr den Schwamm benutzt, dass ihr da an einigen Stellen noch auf Widerstand stoßt. So, dann gehe ich hier nochmal über das ganze Feld rüber. Jo, das fühlt sich gut an. Machen wir das hier gleich nochmal mit. So, und ihr seht schon, je öfter ich den Schwamm reinige, desto mehr wird auch abgetragen von dem Mittel. So, das sieht doch schon sehr gut aus vom Gefühl her. Reicht das schon. Jetzt nehme ich mir mein Küchenpapier, roll mir da ein bisschen was von ab und gehe einmal über das Ceranfell rüber und nimm den restlichen Reiniger damit auf. Wie ihr sehen könnt, das ganze Eingebrannte ist weg. Das Ceranfeld glänzt schon mal schön. Und um jetzt die üblichen Reste aufzunehmen, guck mal, hier könnt ihr mal sehen, was da für ein Schmutz runterkommt. Ne? Das macht also alles dieser Reiniger. Da sind so ganz feine Glasschleifpartikel drin, gehe ich mal von aus, die das so ähnlich wie so eine Chrompolitur oberflächlich abtragen, den Schmutz. Ja, guck mal, was da so runterkommt. So, das war das. Jetzt nehme ich den Glasreiniger, sprühe das Ganze großflächig ein und großzügig. Roll mir wieder hier ein bisschen Papier ab von der Küchenrolle. Und das ist quasi so für den letzten Feinschliff, um das streifenfrei hinzubekommen. Sicherlich hat das auch eine gewisse Reinigungswirkung, aber dieser Reiniger ist halt durch nichts zu ersetzen. So, das ist. Jetzt gehe ich nochmal rüber. Jetzt haben wir es streifenfrei, sauber. Alle Einkrustungen, wie ihr hier sehen könnt, die Einkrustungen, die sind alle weg. Das Zahnfeld ist wieder schön sauber. Und es kann wieder gekocht werden. So, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Das Zahnfeld ist sauber. Was ich vorhin noch vergessen hatte zu erwähnen, dass ihr diesen Haushaltsschwamm braucht, diesen handelsüblichen. Ich zeige euch den nochmal eben. Ja, das ist hier so ein ganz normales Ding, auf einer Seite mit so einer Fließseite, die etwas grober ist, und auf der anderen Seite mit so einer weichen Seite, die ihr auch bitte nur benutzt. Mit dem Fließ zerkratzt ihr dann nur das Ceranfeld. Ich schmeiße ihn mal wieder weg. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Saubermachen. Bis zum nächsten Mal hier auf meinem YouTube-Kanal. Euer Stefan von LimitX. Ciao, ciao. LimitX, what is